Diese Daten müssen wir nutzen, um daraus Informationen für uns zu generieren, um unsere Produkte und Prozesse zu optimieren und effektiver zu werden. Und das ist ein Punkt, den wir auch mit der FMR anpacken müssen. In Industrie 4.0 entstehen auch intelligente Produkte, sogenannte Smart Products. Herr Kuckler, das 11. FMR-Forum, danke für Ihren tollen Vortrag. Ich bin total gespannt, was sind Ihre Eindrücke? Was ist so Ihr Resümee nach den ersten Stunden unseres Forums? Ja, meine Eindrücke sind eigentlich wie jedes Jahr. Ich bin ja schon seit 8 oder 9 Jahren jedes Jahr hier dabei. Man nimmt tolle Anregungen aus wirklich interessanten Vorträgen mit. Und was ich eben auch als Referent dann vornehmen kann, das ist einfach so eine Standortbestimmung. Ja, wo stehen wir mit unserer FMEA-Anwendung? An welchen Bereichen können wir noch besser werden? Wo sind wir auf dem Stand der Technik? Das ist eigentlich so das, was ich immer wieder hier gerne mitnehme aus dem FMEA-Forum. Ja, das ist halt die FMR-Konferenz schlechthin für mich. Das ist Nummer eins auf jeden Fall in dem Gebiet. Das Einzige, was wirklich aus meiner Sicht sehr anwender- und moderatorenfreundlich ist und hauptsächlich wegen der Zeit, was für die Diskussion bereitsteht. Und außerdem auch die Vielfalt, was die Industriebranchen angeht, ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Ich komme schon zum zweiten Mal hierher und auch weiter zu anderen Vorträgen. Ich fand das heute Morgen schon sehr interessant, ganz abwechslungsreich, verschiedene Ansätze, die man auch immer wieder gut mit in die Praxis übernehmen kann. Rückmeldung aus dem Feld, ich gehe in die Prozess-FMEA. Ich bin wieder in der FMEA vor 8 Jahren und ich merke, ich kriege es mit der Prozess-FMEA, warum auch immer, nicht mehr geregelt, gehe ich zurück in die Produkt-FMEA, muss eine neue Umkonstruierung machen, gehe wieder neu. Wir reichen uns schon die Hand. Also es kommt. Was ist so Ihr Resümee? Was ist so Ihr Eindruck nach dem ersten halben Tag? Mir hat es beim Vortrag vom Kollegen Schloske sehr gut gefallen, dass er die FMEA auf das Wesentliche reduziert hat. Dass er hergegangen ist und gesagt hat, auch den Mut gehabt zu sagen, hey, lasst uns das nicht mit Füllmaterial irgendwie groß machen, das macht es unübersichtlich, das macht es unkomplex, das macht es sehr komplex, sondern lasst uns aufs Wesentliche reduzieren, lasst uns alles, was Ballast ist, wegwerfen. Das ist ja durchaus immer ein mutiger Schritt, zu sagen, hey, wir lassen was weg, weil es uns in Summe das Leben nicht leichter, sondern schwerer macht. Das fand ich sehr schön und beim Kollegen Kuckler hat mir hervorragend gefallen, dass er hergegangen ist und gesagt hat, wir definieren für uns erstmal eine Schranke und wir führen einen Bewertungszwang ein. Und mir hat auch diese implizite Definition der besonderen Merkmale sehr gut gefallen. Ein besonderes Merkmal steht nicht a priori fest, sondern ein besonderes Merkmal ergibt sich im Laufe der Entwicklung. Das ist das, war vom Herrn Patscher wunderbar zusammengefasst, womit wir bis zum Schluss Probleme haben. Und das wird allein dadurch besonders. Und damit war, denke ich, vom Herrn Bartolitsch die Frage auch schon beantwortet. Nee, ich definiere das nicht a priori, sondern es ergibt sich. Und das halte ich für ein sehr gesundes Vorgehen, weil dann wirklich übrig bleibt, was man braucht. Und das hat mir sehr gefallen, da sehe ich in Summe eine Reduktion der Komplexität in der FMEA und damit die Möglichkeit, dass wir uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren können. Und so muss es sein. Wie jedes Jahr sehr interessante Vorträge. Wir haben einen wunderschönen Vortrag von Sascha Schloske gehört, der den modernen Stand der FMEA, denke ich, sehr schön zusammengefasst hat. Das sind auch von der Foliengestaltung her sehr toll gewesen. Könnten wir vielleicht das eine oder andere auch praktisch umsetzen. Das war so das, was ich jetzt als Highlight mitgenommen habe. Aber auch die anderen Vorträge, Feuer in der Windkraftanlage, es zeigt ganz, ganz deutlich, wo sind die Grenzen zwischen den Firmen gegenüber Normungsgremien. Hat sehr schön auch den Konflikt hervorgehoben. Mir gut gefallen, auch jetzt der Vortrag von der Firma Kercher hat wieder Denkanstöße gegeben. Das ist das Thema, weshalb ich jedes Jahr eigentlich auch gerne hier aufs Forum komme. Es sind neue Aspekte, es sind Themen dabei, die man so vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Erweiterungen, also bisher gefällt es mir sehr gut. Super. Einer nennt es ja sogar bewusstseinserweiternde Maßnahmen. Das führt mich jetzt zu der zweiten Frage, wo man vielleicht auch Bewusstseinserweiterung braucht. Wohin geht die Reise der FMEA? FMEA, quo vadis? Also ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir eine einheitliche Modellierung vielleicht bekommen, dass das, was der Sascha Schloske vorgestellt hat, dass sich das vielleicht ein bisschen auch durchsetzt, vor allem im Bereich Prozess-FMEA, dass da einfach wesentlich mehr Substanz reinkommt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Das Zweite, wo ich hoffe, dass wir hinkommen, wo ich den Weg noch nicht ganz genau sehe, wo ich aber hoffe, dass wir hinkommen, ist, dass wir eben die ganzen Analysen miteinander verknüpfen können, dass wir
aus der Architektur heraus, aus SysML, aus was auch immer es da geben mag, direkt sozusagen in die FMEA-Bearbeitung mit einsteigen können. Das sind so, denke ich, die Herausforderungen für die nächsten Tage, für die nächsten Jahre, dass wir da hinkommen. Weil die Systeme werden immer komplexer und wir müssen versuchen, diese Komplexität zu handhaben. Ja, ich habe den Begriff dafür geprägt, die Medienbrüche zu beseitigen und die Abteilungsbrüche daraus zu nehmen. Ja. Herzlichen Dank dafür. Unsere große Überschrift lautet der FMEA Quo Vadis. Wohin geht die Reise mit der FMEA? Was haben Sie für Ideen? Ja, schwierig zu sagen. Also so eine Zukunftsschätzung ist ja immer nicht ganz so einfach, aber ich denke schon, dass es sehr datenlastiger wird, dass es halt einfach mehr, nicht von dem manuellen Eintippen bis hin mehr zur elektronischen Datenverarbeitung geht, dass auch die Tools sich da besser aufstellen und sagen, okay, wir wollen nicht mehr nur das Eintippen der Daten, sondern wir wollen einfach auch mehr gestützt im Tool halt einfach mit rüberbringen. Prima. Genau. Vielen Dank dafür. Alles klar, danke. Bis zum nächsten Forum. FMEA Quo Vadis. Wohin geht die Reise mit unserer FMEA? Eine gute Frage. Also das muss man natürlich sehen. Wir würden uns wünschen, dass wir das Vorgehen noch weiter vereinfachen für die Teilnehmer. Gerade weil auch in der Windenergie viele Ingenieure noch überhaupt nicht bewandert sind mit FMEA. Und es natürlich ein enormer Aufwand ist, die erstmal alle zu schulen. Da wäre es schön, wenn man das Vorgehen so weit vereinfachen könnte, dass man die einfach in einem Raum versammelt und sagt, nun erzählt mal. Ne? So. Von daher muss auch die Software, glaube ich, da noch ein bisschen flexibler werden und die Sache vereinfachen. Und generell können wir noch nicht entdecken, dass Sachen automatisiert werden, wie das heute ja auch schon Thema war. Da gibt es auch Vorbehalte, weil man einfach sagen muss, ja, die Automatisierung birgt ja auch Gefahren, nämlich dass man sich dann zu sehr darauf verlässt. Ne? So. Von daher bleibt es spannend. Ja, danke für Ihre tolle Rückmeldung. Also aus meiner persönlichen Erfahrung und dem, was ich bis jetzt heute gehört habe, denke ich, dass es zwangsweise mehr in Richtung Vernetzung gehen muss, in Richtung Vernetzung zwischen unterschiedlicher Software, wo sich meines Erachtens noch viel zu viele sträuben, miteinander zu kommunizieren. Jeder will sein eigenes Ding bauen. Manche sind super in ihren eigenen Sachen und das sollte man beibehalten. Und die müssten halt dann sich das Beste rauspicken und zusammenarbeiten. Zwangsweise. Also Zusammenarbeit, um es zusammenzufassen. Ich bedanke mich schon jetzt für unsere gute Zusammenarbeit.